Und willkommen zu Folge 105 des Grid 2 Multiplayers. Jetzt in Stufe 4 mit einem Rennen. Und der neue, wie heißt der denn? Astonarten 177 von Nick Maus. Und bei dem Design dachte ich mir, geil, sieht richtig fett aus unter den Farben. Und dann kamen die pinken Felgen dazu. Wo ich mich frage, ist das ein Test, ob ich wirklich mit so einem Design fahren soll? Also, ob ihr wirklich glaubt, dass ich mit so einem Design nicht fahre, eventuell, weil es mir nicht gefällt? Muss ich sagen, ich mach's trotzdem. Ist mir egal, wie das Auto aussieht. Alter, hau ab. Und was ich noch ansprechen wollte, ich war sehr überrascht gerade von dem Crash-Rating der ganzen Lobby hier. Wir waren 11 Leute zu Anfang. Davon waren, oder 10. Und bis auf einen waren alle weiß. Und der eine, der nicht weiß war, der war grün vom Crash-Rating her. Ich denke mal, das dürfte sich mit diesem Rennen gleich wieder geändert haben. Bei mir vielleicht auch, ich weiß es nicht. Habe ich noch nie gesehen eigentlich, dass so wenig Crash-Rating war. Oder so ein gutes Crash-Rating. Naja. Handbremse viel zu spät benutzt. Und mein linker Spiegel ist weg. No! Wie soll ich denn jetzt nicht nach hinten gucken? Von meinem nicht vorhandenen Cockpit aus. Also vorhanden ist es schon, aber nicht sichtbar. Aus dessen Perspektive quasi. Aber jetzt fährt sich der Wagen echt gut. Macht Spaß. Hat einen lustigen Heckspoiler, der so ein bisschen rausguckt, wenn man schnell genug ist. Sich wahrscheinlich noch hochklappt, wenn man bremst. Ne, okay, das ist bei anderen Autos. Er fährt wieder runter, wenn man zu langsam wird. Ja, logisch. Alter. Ja, auch hier muss ich mich erst dran gewöhnen. Hatte ich ja schon mal angesprochen. Geh weg mit deinem blöden, platten Auto. Ja, du stehst dir recht. Das kommt davon. Ja, dreh dich so rum. Ist richtig. Macht voll Sinn. Und dann bleib da hängen. Ja, danke. Du darfst ja noch losfahren, Auto. Dankeschön. Wie sieht der, Alter? Oh, ist das schon hier behämmert. Also manchmal kommt er irgendwie nicht so aus der Puschen hier mit dem Lenken. Da passiert wieder sowas, das raff ich gerade nicht. Etwas unverständlich. Für mich. Weil eigentlich ist hier kein Schaden an, also nur optisch. Aber irgendwie fährt er sich jetzt komisch. Naja, ist ja wahrscheinlich einmal so, wenn man aus dem Fluss raus ist, dann ist eh vorbei. Dann regt man sich wieder bei Kleinigkeiten auf und macht da wieder einen Fehler und ja, da haben wir es wieder. Weil der Wagen, der mal wieder unberechenbar wird, keine Ahnung. So, es passiert auch nur dann, wenn man es eh nicht mehr gebrauchen kann, weil man schon genug hatte. Und man total ab vom Schuss ist ganz hinten. Das verstehe ich auch nicht. Warum driftet der erst am Kurvenausgang? Geh weg. Ja, das hätte mir bei meinem Glück hier noch gefehlt, dass einer, der irgendwo gerundet wird, mal wieder sichtbar wird. Und dann crasht man in den rein und ist wieder am Arsch. Naja, noch mehr am Arsch geht hier ja fast gar nicht. Ja, toll. Klasse. Riesenerfolg mal wieder. Ja, jetzt klappt sowas natürlich wieder. Dem Driften in die Kurve. Aber wenn es noch eine Rolle spielt, ne, dann klappt es natürlich nicht. Komm ich wenigstens ins Ziel? Ja, dankeschön. Ja, toll. Ist noch ein bisschen die gute alte Gewöhnungssache mit dem Auto. Eventbelohnung. Juhu, 10.000. Ich bin reich. Und 500 Belohnung für Kollisionsraten. Naja, gut. Gleich weiter in Rennen Nummer 2.
So, da sind wir wieder zum Duell mit dem Audi R8 LMS Ultra von Dominik Hartschewitsch. Und ich fahre gegen Seife mit Bugatti. Und los geht's. Ja, Power habe ich natürlich nicht so viel. Aber ich dürfte bessere Bodenhaftung haben. Ja, toll. Hey, ich lege mich von der Strecke und bin dann wieder vorne, ist klar. Guter Plan. Gas. Da geht beiseite. Das kommt auch, wenn man keinen Platz macht. Herr Wetten, der schubst mich bei nächster Gelegenheit auch. Schön hier von den Felsen runter. Bäh. Boah, ist so eng hier. Volle Concentration. Das war tödlich. Juhu, bam. Alter, 1.13 haben hier einige gefahren. Auch mit dem Bugatti. Ja, hier sieht man nochmal das lustige Rating. Ne? Fast alle weiß. Sind noch ziemlich, ich glaube, jetzt waren fast alle Level 30 hier. Wenn ich das richtig gesehen habe. Naja. Oh, hier hat einer seinen SL65 hochgetuned in die Klasse. Ja, wäre schon ganz cool, die mal alle so durchzuprobieren, was das mit den Upgrades bringt. Ich hatte ja auch mal die Viper in Stufe 4. Aber sie ist zwar schon recht witzig, aber in Stufe 3 ist sie einfach besser, weil sie da wirklich schon extrem am Limit ist. Stufe 4 ist ja nur eine von vielen. Ja. Was gab's hier? 12.000? Oder 600? 1, 2, 3, 4, 1, 2, ja, drittes Rennen kommt gleich, wir sehen uns dann, ja, gleich wieder zu, was auch immer für ein Modus. So, da sind wir jetzt am Start zum Checkpoint-Rennen. Ich fahre das letzte unbenutzte Auto aus Stufe 2, den Chevrolet Cruze Touring Car. Ja, den wollte noch keiner haben. Und wir sind in Chicago. Häuserschluchten und Möwen. Und? Was? Wir sind nur noch 6 Leute? Okay. Muss ich mir demnächst gleich eine neue Session suchen, ne? Ist ein bisschen dünn. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon mal gefahren bin. So ist halt ein Touring-Car. Also ich gehe mal davon aus, der fährt sich so... Ähnlich wie der BMW hier in der Klasse. Der 320. Und ja, mal gucken. Ist ja S2. Wow, warum? Alter. Ja, weil man gerade S4 gefahren ist. Vor allem in so einer engen Strecke wie Kalifornien. Dann wirkt das hier echt wie Schlitten fahren. Da passiert ja gar nichts. Ja, die beiden Touring Cars haben auf jeden Fall eine ganze Menge weniger Leistung als die anderen Autos in der Stufe. Aber das machen sie wahrscheinlich über ihr geringes Gewicht wieder raus. Oder holen sie wieder raus. Machen es wett. Top Speed ist vergleichbar mit den anderen. Tunen kann man sie beide leider nicht, den BMW und den hier. Alter, was ist denn da der Grund, immer so abzugehen nach rechts? Ganz leicht angebremst, nur ganz leicht die Kurve angeschlagen und Schnauze kommt nicht wieder zurück. Krass. Bei allen anderen Kurven klappt das ganz easy und in der immer nicht. Mann. Da gehen wir auch nicht davon aus, dass ich hier irgendwie... besser als Platz 6 werden dürfte.
Aber soweit wir die anderen weg sind, nehme ich mal an, dass die ein bisschen mehr Zeitbonus haben, beziehungsweise mehr Meter in derselben Zeit gefahren sind. So, hier bremse ich ganz leicht an. Ja, toll. Da bin ich irgendwie hängen geblieben vorher. Das hat mich mehr Zeit gekostet, glaube ich. Oh Mann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der Erste bin, der rausfliegt. Da sieht man ja, wie weit die weg sind. Ja, nein. Ja, den kriege ich noch. Nächsten vielleicht auch noch. Ja, wird schon langsam knapp, aber der nächste danach wird bestimmt nichts mehr. 3, 2, 1, 0. Ja, doch noch. Ja, sehr gut. Aber nur ist Feierabend. Ah, nicht mal den anderen gekriegt. Ja, war klar. Der Wagen ist auch ganz schön schwach für so eine Strecke mit langen Geraden. Fehlt einfach die Beschleunigung. Handling hat er größtenteils, sag ich mal, ja, aber der Rest? Nee. Ja. Wundert mich, dass der hier so doll abgeht hier vorne, weil eigentlich ist der BMW M1er MQP ziemlich scheiße. Was Geschwindigkeit dazu angeht. Handling klar, sehr super, aber der Rest? Nee. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch nur auf Performance, also hier Leistung, Topspeed getuned. Den geht es vielleicht. Gerade bei dieser einen langen Geraden hier kann man ja so viel Zeit gut machen, wenn man viel Topspeed hat. Gut. Das war Rennen Nummer 3. Mit ganz, ganz mieser Belohnung. Das lohnt sich ja nicht mal ansatzweise in der Zeit. Na gut, gleich weiter mit Rennen Nummer 4. Und dem letzten Rennen dieser Folge. Ja, ich habe ein bisschen rumgeforscht nach anderen Sessions und bin jetzt scheinbar doch wieder in derselben gelandet. Bei Rennen habe ich eine einzige gefunden und da war ein Spieler drin, was total geil war. Dann habe ich geguckt nach den reinen Alternativrennen. Auch da habe ich nur eine Session gefunden und da war auch noch einer drin und dann bin ich wieder auf alles gegangen und dann bin ich wieder hier gelandet. Was ist denn hier los? Es ist 0 Uhr. Und es ist Freitag, also können die Leute doch mal ruhig ein bisschen länger spielen. Schweine. Das zerstört mir hier nämlich meine ganzen Aufnahmepläne. Oder die sind alle schon so angepisst von der DLC-Politik und den Bugs in dem Spiel, dass sie keinen Bock mehr haben. Und dass eh nur noch 50 Leute fahren, insgesamt. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich auch immer bevorzugt sonst zu einer Session hinzugefügt, wo Level 30 ist. Und deswegen nie in was anderes, komme ich nie in was anderes rein. Keine Ahnung. Ach ja, ich fahre hier den, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe jetzt, den Nissan Fairlady Z von Playmister 300. Auch lange nicht gefahren. Leck, na klasse. Bitte, hat mich ja nur eine Position gekostet und wahrscheinlich 3, 4, 5 Sekunden von der ganzen Rundenzeit. Jawohl, toll. Diese Lecks zwischendurch, das ist jetzt schon innerhalb von, weiß ich nicht wie lange ich spiele, eine halbe Stunde, das zweite Mal, dass es so heftig war. Echt übel. Ich weiß auch nicht, ob das an meiner Verbindung liegt oder generell am Spiel. Ich habe ja schon geguckt und in den Foren und in Let's Play Videos und so weiter, das haben ja viele das Problem. Ich weiß nur nicht, wie häufig sie das haben, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Naja. Irgendwann soll ja mal ein Patch kommen, auch mit, weiß jetzt nicht genau, welchem Umfang das genau war. Hatte ich mir letztens durchgelesen, das hatte mir jemand geschickt. Habe ich schon wieder fast alles vergessen. Das Einzige, was mir irgendwie hängen geblieben ist jetzt spontan, ist, dass jetzt am Ende des Rennens die schnellste Rundenzeit angezeigt wird. Das haben sich ja auch viele gewünscht. Das ist ja, soll ja ein Community-Patch werden quasi. Also ein Patch mit den Wünschen der Community, so den wichtigsten. Eventuell kamen, glaube ich, auch neue Designs dazu. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Naja.
Wäre natürlich schon cool, wenn ein bisschen Abwechslung mit reinkommt, weil es waren doch relativ wenig Designs. Sind, glaube ich, nur 30, 35, 40. Und viele davon sehen irgendwie sich sehr ähnlich. Beziehungsweise sind, naja, komisch. Gut, das hat natürlich wieder jeder ein anderes Empfinden, was hübsch ist und was nicht. Aber, ich finde viele von den Designs ein bisschen, naja, seltsam, langweilig, einfallslos, ja. Das hat nichts damit zu tun, was ihr gewählt habt oder wenn ihr die gewählt habt. Es ist ja nicht meine Entscheidung, wer wie welches Auto auszusehen hat, sondern eure. Und solange ich halt Freiheiten habe, nutze ich die halt auch irgendwie aus, dass es mir ein bisschen entgegenkommt vom Geschmack her. Oh, schöner Drift. Aber Abwechslung kann nicht schaden. Sollte das wirklich kommen. Es war auf jeden Fall ein umfangreicher Patch, der da angekündigt wurde. Nur wie gesagt, ich kann mich nicht an vieles nicht mehr erinnern, was da drin stand. Ich weiß auch nicht mehr, wann das kommen soll. Und ich war ziemlich scheiße. 3 Sekunden. Ja, ich würde natürlich auch gerne mal wieder ein bisschen was anderes fahren mit einer größeren Lobby. Aber ich finde keine. Deswegen werde ich es wahrscheinlich jetzt hier auch bei der Aufnahme belassen. Das war jetzt das 8. Rennen. 2 Folgen. Bei euch. Und Smelly Beardy darf nicht ins Ziel kommen. Mit seiner letzten Runde. Na gut. Machen wir da Schönes. Spiele ich noch ein bisschen Battlefield. Ja. Dann fällt mir gerade auf, ich habe die Leute hier nicht gemutet. Sehr gut. Ja, konnte ich ja gar nicht. Ich kam zu spät in die Session. Maul halten. Ja, schön, es wäre ein Idiot in seinem Fernseher dabei. Ja. Ein Franzose auch noch. Regel Nummer 2, es ist falsch, Franzose zu sein. Und mit diesen Worten beenden wir diese Folge. Tschüss! Blablabla.